Servus Leute, gestern gab es mal wieder Tag auf TV und Mann oh Mann, haben sie dahin rausgehauen. Ein Haufen Infos und das Wichtigste vorweg, der Vibe wird wahrscheinlich Anfang August sein. Also ist noch ein Weilchen hin und über alles andere reden wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Es gab wirklich einen Haufen Infos in diesem Podcast und ich würde wahrscheinlich die Hälfte vergessen, deswegen gehen wir einfach über den Reddit-Post. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und das sehr penibel zusammengeschrieben. Verlinke ich euch natürlich unten, wenn ihr mal selber drüber schauen wollt. Und da steht dann, BSG wird auf der PC Gaming Show sein am 9. Juni. Da gibt es dann auch wieder ein bisschen was Interessantes. Außerdem werden sie auf beiden Twitch-Cons sein, in Europa und in den USA. Und dann gibt es natürlich auch wieder Promo-Codes, ne? Die stehen hier auch mit drin. Und ja, dann mal sehen, was haben sie so gesagt. Arena soll als Teil vom Main-Game gesehen werden und dahin wird es auch gepusht. Dann wird ein spezieller Arena-Trader kommen mit dem Namen Rev. Und der wird dann mit GP-Coins wird er handeln. Und hat man dann auch gesehen, da gibt es dann so Waffenkisten und so, die man im Hideout aufmachen muss. Also wirklich so Waffenkisten, die als Lootboxen sind, wo dann Loot drin ist, dass man sich in der Arena freispielt und so weiter. Dann neue Klamotten, ja, die waren jetzt nicht so spektakulär. Dann gibt es die Lega Medal als neues Barter-Item, ist auch aus der Arena, damit kann man dann andere Sachen kaufen. Ich glaube, sie haben gezeigt, dass man da Waffenkisten und so kaufen kann. Also spielt man sich in der Arena frei, kann dann über diesen Trader, über diesen Rev, dann im normalen Tag auf einiges sich freischalten, was das Leben erleichtert. Dann haben sie auch gesagt, dass es spezielle Schlüssel gibt, die man in der Arena bekommt und dann in Tarkov einsetzen kann für spezielle Räume. Gladiator Rooms oder so hat es geheißen. Dann Using Main Game PMC in Arena, also wie er aussieht, oder hier Loadouts und sowas, das wird alles noch überarbeitet. Skills und Mastery werden in der Arena gelockt sein, aber trotzdem weiter leveln. Also sie bleiben auf einem Niveau, aber wenn man Arena spielt, levelt es im normalen Tarkov. Und man kann Sachen hin und her schicken. Im PvP-Modus, vom PvP-Modus kann man nach Arena schicken und von Arena zurück in den PvP-Modus. Beim PvE-Modus kann man nur von Arena zum PvE-Modus schicken und nicht vom PvE-Modus zurück zu Arena. Das wurde ausdrücklich gesagt. Dann gibt es einen neuen Container, den Theta-Container, der ist 10 Slots und ist ein bisschen aufgeteilt. Gibt es auch ein Bild auf Twitter, schauen wir uns gleich an. Dann neuer Game-Mode für Arena. Und zwar, ja, wie in CS, Defusal, also Bombe planten und das andere Team muss verteidigen und die versuchen zu defusen. Bekannter Spielmodus, kommt jetzt auch für Arena, dann Promocode wieder, dann ist im Moment so, dass wirklich viel Interesse an PvE ist und deshalb die Server überlastet sind und es wird so gemacht, dass im nächsten Patch Anfang Juni wird es so sein im PvE, dass man lokale Server hat, wenn man alleine spielt. Das heißt, das Spiel wird wirklich auf dem eigenen Rechner laufen. Überrascht mich selber, dass sie das so machen, aber sie werden es so machen, um die Server zu entlasten. Nur wenn man Koop spielt, spielt man dann auch wirklich auf Servern. Und ja, eine gute Änderung und man hat dann auf jeden Fall null Wartezeit mehr. Also für alle, die PvE lieben, ist das eine sehr, sehr gute Nachricht. Dann Chronicles of Rizzy gibt es auch eine neue Episode. Link findet ihr dann auch. Auf dem ETS-Server wird Unity kommen. Unity 2022 und dann zum Vibe im August wird Unity 2022 damit dabei sein. Und ja, da haben sie jetzt dann mehr Optimierung und so weiter. Und es wird dann auch noch Infos geben. Und über hier grafische Überholungen wird man dann auch noch ein paar Bilder, Videos und so bekommen. Dann ist eine gute Sache und auch lang ersehnt. Armor Hitzones werden vereinfacht. Und man wird wieder ein bisschen tanky. Am letzten Endes. Dann wird es Votes, Polls im Game geben, mit denen man auch belohnt wird. Also Umfragen rund um Tarkov. Man kriegt eine Frage gestellt, man beantwortet die und dann kriegt man ein bisschen eine Belohnung. Dann im PvE wird die PMCs werden verbessert und die sind dann nicht mehr so wie Raider. Also soll auch Anfang Juni kommen, wurde glaube ich gesagt. Dann Balancing Changes, Skill Leveling, Spawn Chance, okay. PvE wird dann bald für alle kaufbar sein, die PvE nicht in ihrer Edition haben. Also alle, die nicht EOD oder Unheard haben, können dann PvE kaufen. Gibt es die neue Questline Nostalgia, die wird die Unheard Edition Bonusse freischalten. Dann, also wenn man die Unheard Edition nicht hat, dann kann man die machen. Wenn man die Unheard Edition hat, kann man die wahrscheinlich auch machen. Aber bringt dann wahrscheinlich bloß XP oder ich weiß es nicht genau, irgendwie so. Dann wird es die Möglichkeit in Zukunft geben, dass man PvE für sich selber wiped. Und dann nicht Found in Raid bleibt dauerhaft auf dem Flea Market. Man braucht nicht mehr Found in Raid im Flea Market. BSG hat es gefallen und sie werden es so beibehalten. Überrascht mich auch, diese Entscheidung, aber so wird es sein. Dann dieses Distress-Signal, dass man Leute reinholen kann, ist geplant, aber sie wissen noch gar nicht, wie sie das umsetzen und sowas. Kein Grund, sich aufzuregen. Mal schauen, wie es wird. Es wird auf jeden Fall gebalanced sein. Matchmaking wird hier wieder, ja, wird reworked.
Mal schauen. Die Kultistenjacke wird kommen im Juni. Und zwar die, die man mit der Unheard Edition bekommt. Und es wird tatsächlich wohl dieser Hoodie sein. Man kann die Mütze, also hier die Kapuze hoch und runter tun. Überrascht mich auch. Ich dachte, es wäre bloß die Jacke gewesen. Aber ja, man kriegt auf jeden Fall diese Robe eher dann. Und die Sturmmannjacke vielleicht auch. Hat er gesagt, maybe. Dann PvE-Mod-Support immer noch nach Release geplant. Vibe 0.15 Anfang August. Ich denke mal, das heißt eher Mitte August bei BSG. Man kennt es ja, aber es sind auf jeden Fall noch mindestens 8 Wochen bis zum Vibe. Ja, wahrscheinlich 10. So um den Dreh. Überrascht mich auch. Ist dann ein langer Vibe. Aber ja, wir haben noch 8 Wochen, 8 bis 10 Wochen jetzt im jetzigen Vibe und dann ist 0.15. Und viele vom Team arbeiten am Endgame-Content, das war ja schon klar. Neue Hideout-Zones, da wurde einiges gezeigt, aber nicht so viel dazu gesagt. Gibt es dann auch hier ne, noch auf Twitter. Die Bilder schauen wir uns gleich an. Neue Waffen, die Uzi wird kommen. Dann die M60. Wird kommen, gibt's auch auf Twitter die Reload-Animation und so. SR3M, das ist auch so ein AS-Wahl-Verschnitt. Die AS-Wahl und die VSS wurden die Models und die Animationen überarbeitet, sieht echt gut aus. Und die Desert Eagle soll auch kommen. Dann B-Pods, man kann auflegen, schauen wir uns gleich noch an. Dann Factory soll komplett neu überarbeitet werden und die alte Factory soll einfach nur noch für Events oder sowas genutzt werden. Aber Factory soll komplett neu gemacht werden. Mal sehen, ist auch nötig, hat Nikita selber gesagt. Dann Location-to-Location-Travel soll kommen. Da soll wohl auch ein Event kommen, wo man von einer Map zur nächsten kommen kann und so weiter. Und sie haben auch gesagt, sie wollen Events machen, mit denen sie neue Features einführen. Und nach den Events bleiben diese Features dann einfach. Die werden eventmäßig eingeführt. Und ja, dann so sind sie dann so im Game. Dann immer noch Mortar Strikes sind geplant. Neuer Boss, der Partisan, der legt Minen und sowas. Und das ist auch der beim PMC-Karma die Leute jagt, die halt zum Beispiel am Exit im Busch campen. Nur ein Beispiel. Und das PMC-Karma soll eingeführt werden, aber ohne Ankündigung. Also es soll dann auf einmal PMC-Karma geben und dann wahrscheinlich auch diesen Boss. Und es wird dann für einige wahrscheinlich sehr überraschend werden. Mal sehen, wie das wird. Und PvE-Progression wird ein bisschen runter, wird ein bisschen langsamer gemacht. Das geht nämlich echt schnell. Gear-Clipping von Helmen, also dass das alles so überlappt, wenn man was anhat oder so, wird gefixt. Dann neue Mechaniken für Technical Device, also zum Beispiel für Taschenlampen und Laser, dass man die halten kann und so einzeln steuern kann, hoffe ich, und so weiter. Dann Headsets werden überarbeitet, die ganzen Lautstärken und so weiter, allgemein mit dem Sound. Technische, hier verbesserte FPS bis Ende des Jahres und Technical Improvements, das haben sie ausdrücklich gesagt. Dann hier gibt es wieder einen Promocode. Der August-Patch, es gibt im August auch so einen Patch für Arena. Ich denke mal auch mit dem nächsten Vibe wird Arena und Tarkov verbunden, vielleicht sogar früher. Dann im Oktober soll ein huge Event, ein großes Event kommen. Auch Armband sollen für Achievements kommen. Es soll auch zum Beispiel so sein, dass wenn man Killer 100 Mal getötet hat, dass man den Tracksuit für immer hat und solche Sachen. Dann da, New Tarkov, achso, neue Figuren von den Bossen, die sind echt niedlich, diese kleinen Figuren, Killer, Tagilla, Sturmern und wen hat man noch gesehen? Ich weiß gar nicht genau, vielleicht war das der eine auch aus dem Brizzy-Event. Die sind auf jeden Fall knuffig, die Figuren, gibt's auch auf Twitter. Oder ich glaube, nee, Nikita selber hat sie bloß gezeigt auf dem Stream. Ah, die waren gut, also neue Figuren. Ich hoffe, die kann man irgendwann mal kaufen. Dann kein Hardwipe im PvE. Und Continuous Healing, also dass man sich dauerhaft durchheilen kann und immer nur ein Körperteil und Container Lock ist geplant. Also dass man das Container im Raid nichts reintun kann. Okay. Und dann Scavs wird es wohl Änderungen geben. Man kann wohl als Scav nicht mehr auswählen, auf welche Map dann geht. Das ist so geplant. Außer man hat ein hohes Scav-Karma, dann kann man die Map auswählen. Finde ich eine sehr, sehr gute Änderung. Hier neue Engine wird gezeigt, möglicherweise. Dann IOD und Unheard DocTags sind geplant. Das Prestige-System ist immer noch für nach Release geplant. Also, dass man da halt seine Achievements und sowas bekommt. Dann those special plans to draw players back who left the other game, they will just keep doing what they plan. Da hat Nikita eine sehr gute Antwort gegeben. Also, das war halt eine Community-Frage und ja, was sie tun wollen, um Spieler wieder von anderen Spielen zu Tarkov zu bringen. Die Antwort war einfach, sie machen sie immer gemacht haben. Sie machen weiter die Patches und allgemein der O-Town in diesem Podcast war sehr, sehr positiv und da waren zwar Leute, die auch gehatet haben, aber so viel gutes Zeug wurde genannt. Es war einfach ein echt guter Podcast und Nikita hat auch eine sehr gute Antwort gegeben. Ich kann bloß empfehlen, ihr könnt euch den Podcast nochmal ganz anschauen, wenn es euch gefällt. Dann Open World. Right now, hard to do, but still planned. Still planned Open World.
bin ich gespannt. Es ist wohl hart umzusetzen. Aber ja. Dann eine Suchfunktion im Stash wurde vorgeschlagen. Good idea. We'll have it later. Also werden wir wohl später haben. Arena und PvE wird auch geplant. Also nur ein Weg. Das habe ich gerade schon gesagt. DLSS-Update soll auch kommen. I need to check on that. Okay. Killcams für PvP sind geplant. Also so Killcams für normales Tarkov sollen kommen. Und die RPG-7 Rocket Launcher soll kommen, um gegen den BTR zu kämpfen. Und das war so die Liste von Reddit. Und jetzt schauen wir uns einfach nochmal die Bilder an, was sie so auf Twitter gepostet haben und ja, ein paar Videos dazu. Nach dem Podcast ging dann auch ein Event los, beziehungsweise eine neue Quest. Ich denke aber, dass es ein Event ist. Und da sind alle Bosse, inklusive der Goons, sind auf Shoreline am Resort und da geht's richtig zur Sache. Gibt's eine Quest bei Jäger, müsst ihr alle Bosse einmal killen und dann kriegt ihr alle Keys und Sick Case. Ich denke mal, die Quest wird noch weitergehen, aber auf jeden Fall im Resort geht's gerade richtig zur Sache. Außerdem sind die Bosse weiterhin an ihren normalen Locations und Player-Scav-Cooldown wurde reduziert. Egal, welche Fans-Reputation ihr habt. Und alle Bosse sind freundlich, außer die Goons. Auch interessant, das lese ich auch erst. Jetzt dachte ich, es wäre gar nicht so okay. Da habe ich jemandem Unrecht getan in meinem Chat, aber nicht so wild. Außerdem gibt es hier die Roadmap, da schauen wir gleich nochmal drüber nach. Also, die Roadmap schauen wir uns gleich nochmal an. Hier Zonen für Equipment-Kits im Hideout, das ist geplant. Also man kann hier Schaufensterpuppen hinstellen und denen das Gear anziehen und das dann auch immer direkt wechseln. Haben sie gezeigt. Sieht ganz gut aus. Außerdem dann B-Pods und Gunresting kommt. Das schauen wir uns mal kurz an. Also, B-Pod. Man kann damit anlegen und es wird dann sehr, sehr stabil. Wie man sieht. Und man kann dann auch so seitlich an die Wand anlehnen. Das schauen wir uns auch gleich an. Also man braucht auch nicht zwingend einen B-Pod. Sondern man kann, glaube ich, auch so anlegen. Mit einem B-Pod klappt es wahrscheinlich besser. Außerdem hier, ne? Das ist ein B-Pod an einer RPK. Oder? Ja, eine RPK. Man kann jetzt hier auch an die Wand so anlehnen, um das Aim zu stabilisieren. Was auch eine sehr gute Sache ist, finde ich. Also gute Features. Und mal sehen, wie man sich das Ganze dann bindet. Da habe ich mir schon mal Gedanken drüber gemacht. Dann sieht man hier die Uzis, die geplant sind. Kein Video dazu. Dann die SR3M und die VSS und VSS Val. Neue Animationen, das sind halt beide im 9x39. Hier als Val und die VSSE. Und hier halt einfach neu, hier die alten Animationen mal überarbeitet. Sieht extrem gut aus. Also, keine Ahnung. Waffenanimationen. Brauchen wir nicht drüber reden. Das können sie bei BSG. Ah ja, hier genau. Hier sind die Tarkov-Figuren. Also die zwei sind ja extrem knuffig. Reshala. Dann das ist hier, glaube ich, der aus der Rizzy-Folge. Das ist, glaube ich, kein Boss hier. Das ist Reshala. Killer und Takilla sind ja wohl der Knüller. Also die brauche ich unbedingt hier im Regal. Die sind da überragend. Und dann haben wir hier noch das M60. Ladeanimation und sowas. Leider kein Schießen, aber das M60. Ein LMG, das zweite mit 762x51 NATO. Natürlich wird interessant. Dann hier ja Equipment Kits mit Mannequins. Ah genau, hier sieht man es, wie er das Equipment anzieht. Mannequin 1, genau. Dann kann man das einfach von da aus direkt exchangen. Also man kann sein Gear da draufpacken und das Gear direkt runternehmen. Also einfach einmal Exchange. Ist ein gutes Feature. Ist ja schon richtig Quality of Life. Man kennt's. Oder man, ja, nicht mal kennt's, man kennt's noch nicht so von BSG. Aber hoffentlich kennt man's bald. Das ist ein gutes Feature. Dann hier die Kultist-Zone im Hideout, da wurde gar nicht so viel zu gesagt, was da jetzt genau Sache ist. Dann gibt's hier, neue Klamotten. Außerdem hier diese neuen Crafts von der Arena. Hier die Sachen, die man von der Arena rüber bekommt. Waffenkiste und hier so eine Lucky Scav Junkbox, aber beides farbig. Die kann man dann aufmachen und ist dann wie so eine Lootbox. Und hier sieht man es, da hier ist der Rev Trader, das ist bei der Arena. Und dann kann man die Dinge halt, kann man Rubel und GP-Coins und alles, was man da halt verdient in der Arena, kann man dann rüber tun und im normalen Tarkov dann aufmachen. Und das sind dann so wie so Lootboxen. Hier ist der neue Theta-Container, der ist ein bisschen aufgeteilt, 10 Slots. Ihr seht, ein Vierer und dann drei Zweier. Und hier Rotterdam und sonst was. Und das war's mit den Infos, die sie da gegeben haben. Aber im Großen und Ganzen ein extrem guter Podcast. Und, ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Und da stehen uns gute Zeiten bevor mit Tarkov. Und ich denke, wir werden jetzt auch bis zum Ende vorbei noch einiges mit Events zu tun haben. Und
Das Ganze haben sie nochmal zusammengefasst. Hier mit der Roadmap, also im Juni 2024 für Arena und normal EFT wird es verbunden. Arena und normal EFT haben wir drüber geredet. Skills und Mastering, neuer Trader, Special In-Game Quests von dem Trader, auch in Arena, Gewinne irgendwie Ranked Matches und so weiter. Dann im Juni 2024 für Arena neue Outfits und ein neues Item. Dann ETS Unity 2022 ist dann auf dem Test-Server. Und dann hier auch im Juni EOD und Unheard Edition kriegen ihre Bonus und PvE Matching Improvements, also PvE als lokaler Server. Auch noch im Juni für EFT Expansion und Bonus für EOT. Ah, das steht hier doppelt, okay. Armor System wird überarbeitet, PvE, die PMCs werden überarbeitet und Balancing Changes. Dann nochmal Juni. Okay. PvE Modus wird kaufbar sein, Quality of Life Improvements und Ingame Polls. Dann im Juli für Arena die neue Map, der neue Game Mode, dieser CS halt, die Fusel Game Mode und Quality of Life Improvements. Dann August 2024 ist natürlich der Vibe. Neuer Content, Quality of Life, Technical Improvements, neue Waffen, Hideout Expansion, Audio, FPS. Über Audio haben sie gesagt, also wird alles nochmal ein bisschen überarbeitet. Und dann für Arena auch im August Preset Customization und Preset System Rework. Also da hieß es, dass man wirklich sein eigenes Preset erstellen kann. Und ich habe sicherlich noch was vergessen, Leute. Lasst es mich in den Comment wissen und was euch an dem Podcast gefallen hat. Also ich bin auf jeden Fall hyped und ja, ich habe Bock auf den Vibe. Aber ich habe jetzt auch noch Bock, die Events zu spielen. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, wie gesagt. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis denn. And I've been counting days to get